Von den Bildern, also von den Bildern. Ja, von den Bildern. Ja, also Sie haben es ja eben schon erwähnt, dieses berühmte 30er Heft von Karl von Duisburg. War es mir vergönnt, muss man es glaube ich sagen, Sie einzuladen mal zur Ruhr-Universität nach Bochum. Da hatten wir Studenten zu Max Ingdahls 60. Geburtstag eine Gastvorlesung ihm geschenkt. Und ja, Sie waren der Laudator seiner Zeit. Stimmt, ich erinnere mich jetzt. Ja. Und was damals in der Universität so toll war, und das war die Motivation, das hier ein bisschen umzuräumen. Ja. Sie kamen in den großen Hörsaal HGA 10. und brachten mit einen kleinen Kamelgräser. Ah ja. Weil sie wollten nicht zur Kunst sprechen ohne ein Original. Aha. Und das war der Grund, jetzt hier zu sitzen, ja, vor diesem Original, weil sie meinten damals, und das war für uns sehr, sehr klar, sie brauchen die Atmosphäre des Originals. Ja. Und dann stand der Kamelgräser im großen Hörsaal, ein kleines Bildchen, aber er stand da und dann haben sie diese Vorlesung gehalten. Ja. Und diese Vorlesung drehte sich um etwas, und das war gerade im Vorgespräch schon deutlich, was es noch nicht als Anthologie gibt, nämlich Ihre Texte zur bildenden Kunst. Ja, das gibt es keine Anthologie. Das sagen wir jetzt mal, dann hoffen wir, dass das bald mal kommt. Ja. Weil Sie haben eben zum Thema Schweigen zu Ihrem Gedicht klar gesagt, sind eigentlich Ihre Gedichte Bilder oder sind es Gedichte? Also vor einiger Zeit habe ich gesagt, das ist Kunst. Ja. Das ist mehr als Literatur, oder es ist nicht nur Literatur, sondern Kunst. Ja. Es greift über in die Kunst. Dieses Wort wurde aufgenommen sehr von verschiedenen Leuten und sagte, Gommering ist Künstler und nicht Dichter. Das kann man nicht so unterscheiden. Für mich bin ich beides. Aber das, was ich mache, was ich schreibe, entweder von anderen oder so, habe ich schon das Gefühl, es reicht in die Kunst hinein. Ich mache Kunst damit. Aber Ihr Gedicht Schweigen ist doch ohne Bildlichkeit gar nicht möglich. Also sind Sie Bildschaffender? Das stimmt. Sie können über Schweigen kann weiter nicht sprechen. Nein. Das ist ja, sonst würden wir jetzt voneinander gehen. Wir würden hier sitzen. Wir würden hier sitzen. Das ist ja etwas, was in der konkreten Kunst vielleicht eine große Rolle spielt, dass es diese Trennung nicht gibt zwischen Bild und Text. In der konkreten Wort, Kunst? In der konkreten Kunst, in der konkreten Poesie. In der konkreten Poesie? In der konkreten Poesie. Ja. Gibt es diese Trennung eigentlich nicht? Also ich erinnere noch, für Sie soll, sagten Sie damals, wenn ich es richtig erinnere, für Sie soll wichtig gewesen sein, oder Ausgangspunkt, Mallarmés Würfelspiel. Ja, das kann man so für viele von uns und für mich besonders, ja. Stimmt. Und das heißt ja, dass der Betrachter aufgefordert wird, sich das zusammenzusetzen, was vom Künstler vorgegeben wird. Richtig, genau, ganz genau. Das ist ja genau der Punkt, wo sich die Wörtlichkeit in der konkreten Poesie löst von der Bezeichnung.
Ganz anders, ich nenne das dann Konstellationen, Konstellationen bilden. Ne? Ja. Und die Konstellation, die muss man sich zusammensetzen. Also der Dichter macht die Konstellationen, so wie Sterngebilde, aber man muss die Sterngebilde finden am Himmel. Wieder. Und das ist dann der Betrachter, der Beobachter. Und meine Konstellationen sind verstreut auf einem Blatt Papier, sie sind nicht mehr linear lesbar unbedingt. Es gibt auch lineare Konstellationen, klar, aber es gibt räumliche Konstellationen. Und das sind vielleicht die interessantesten, die können mehrsprachig sein, können sich mehrsprachige Wörter zusammenbinden. Das ist dann schon die höhere Kunst der konkreten Poesie. Das ist aber auch die höhere Kunst der Wahrnehmung. Ja, richtig, finde ich auch. Ich liebe das Wort Wahrnehmung für uns. Wahrnehmen, mit Bindestrich. Ja, richtig, ja, das Zweifelhafte da drin, immer wieder, ja. Ja. Und wenn Sie auf die konkrete Kunst heute schauen, ist das dieses immer wieder das Entscheidende, dass Sie zurückgeworfen werden auf, ja, möglicherweise Sachen neu zu sehen, die vorher nicht zu sehen waren. Sie schauen in den Himmel, absolut, bleiben bei Ihren Konstellationen. Ja. Und Sie abstrahieren von den uns mitgeteilten Sternbildern und Sie setzen andere Sterne zueinander zu Ihrem Bild. Wie Sie sagen, also diese erneuerte Beobachtung, das macht das Ganze so abenteuerlich, die Begegnung mit der konkreten Kunst. Auch diese Bilder zum Beispiel von Ihnen von Jahren, die sind für mich ganz neu jetzt wieder gewesen. Ich habe schon ungefähr den Lebenslauf und die Entwicklungsgeschichte von dieser Künstlerin und ihrer Kunst kenne oder beobachte. Aber die Beobachtung ist immer wieder neu, auch von Tag zu Tag. Man tritt nicht immer gleich frisch wieder an den Ausstellung heran. Und Erlebnisse gehabt mit dem Taxifahrer und mit dem Hotel und irgendwelche Sachen, das spielt dann alles eine Rolle. Auf dem Hintergrund hat man vielleicht das kristalline Erlebnis von Geometrie, Planimetrie davon, Festigkeit. Aber trotzdem, durch die Wahrnehmung, die leuchtende Wahrnehmung, können sich Sachen neu erleben. Es gibt eine neue, die Begegnung ist eigentlich immer neu. Du musst geeignet sein dazu, aber die konkrete Kunst ist auf der anderen Seite geeignet, das zu bewirken. Ist es übertrieben, zu formulieren, dass das, was in der konkreten Kunst und in der konkreten Poesie emotional erfahrbar wird, eigentlich eine geistesgeschichtliche Tendenz im 20. Jahrhundert ist? Sowohl im französischen Strukturalismus, wie eigentlich auch bei Heidegger in seiner Zeit, aber auch natürlich bei Merleau-Ponty. Stimmt. Durchaus. Das ist genauso. Ich glaube, diese gewisse Unsicherheit, die wir haben, oder man nennt es auch Orientierungslosigkeit, weil man keinen Rückgriff mehr hat hinter sich und so, das stimmt auch zu. Das macht das Ganze auch interessant. Ich finde, gerade diesen Moment, dass man nicht richtig weiß, wo man steht, wohin es geht und so weiter, dass man sich neu fassen muss, das verlangt eine neue Verfassung des eigenen Heranbringen. Das macht das Leben aus heute, ganz besonders. Es gibt eine sehr schöne Anekdote. Max Scheler und Edmund Husserl sitzen im Zug. Ah ja? Und sie sitzen sich so gegenüber wie wir beide. Ja. Und der Zug fährt in diese Richtung. Und sie schauen zum Fenster raus. Und Max Scheler sagt zu Edmund Husserl: Schau mal draußen, Edmund, die Schafe sind geschoren. Worauf dann Edmund Husserl sagt: Nur die eine Seite. Weil die andere nicht zu sehen ist. Ja, ja. Das hat ja was mit konkreter Poesie in meinem Verständnis zu tun, dass die konkrete Poesie sublimiert, sage ich mal, das Wort weg von der reinen Bezeichnung. Auch gut gesagt. Das ist nicht unbedingt Bestand, lexikalischer Bestand,
Das gibt es natürlich auch. Man kann mit Würdern jahrelang leben, bis sie einen richtig auftauchen in einem. Mhm. Ich sage ja immer, meine Gedichte, die werden nicht schnell geschrieben, sondern oft monatelang, bis sie ein Gedicht akzeptieren, mir gegenüber akzeptieren. Das braucht lange Zeit. Das heißt, das Wort besteht lexikalisch immer als Begriff, vielleicht eben als metaphysischer Begriff. In mir lebt das Wort schon. Aber es muss die richtige Zeit sein, der richtige Moment sein, damit es an die Oberfläche kommt, zu mir kommt, damit ich komme. Und dass ich es auch schreiben kann. Das ungefähr ist der Vordergrund, wie ich ihn sehe, von mir aus. Mhm. Ja. Also Maurice Béjart, der große Choreograf, hat in Brüssel Faust inszeniert und lässt Mephisto an die Tafel schreiben, Leben, und liest von rechts nach links Nebel. Das ist ja konkrete Poesie auf simpelstem Niveau und zugleich auf höchster Verdichtung. Ja, akzeptieren, kann man akzeptieren. Ja, ja, ja. Ja. Und dann nochmal zurück zu meinem kurzen Ausgang. Ja. Dann müssen Ihre Gedichte ja eigentlich Bilder sein, weil das Wesen des Bildes ist ja vielmehr die Uneindeutigkeit, als wir es uns mit der Sprache angewöhnt haben. Wir nutzen ja Sprache als bezeichnendes Moment. Mhm. Und die konkrete Poesie entkleidet die Worte von ihrer einfachen Bezeichnung. Hegels aufheben, konservieren, Tafel aufheben. In eine andere Dimension hineinwächst. Ja, das stimmt. Und dann ist ja das Künstlerische dran, oder? Was meinen Sie, wenn man sagen? Diese künstlerisch Dinge, auf jeden Fall, aber ich glaube, es... Sie starten vielleicht als Poet, ja. Poesie, poetische Vorstellung, aber dann ganz plötzlich tun Sie was damit. Es ist wie Handarbeit, tun Sie was damit. Und dann, das ist dann künstlerische Arbeit und so wird es auch empfunden so bei mir. Das ist Schaffen. Ja, das Schaffen. Ja. Wenn ich ein Wort schreibe, dann ist es schon ein Vorgang, ich habe das versucht zu sagen vorhin in der Lesung, da entstehen ja Schatten, da entsteht allerhand, wenn ich etwas schreibe. Das ist ja ein Vorgang, vielfältiger Vorgang. Und gerade dieser Vorgang ist da, und das ist, ja, sagen wir es nochmal, vielleicht das Künstlerische dran, nicht? Das Poetische ist schon geschehen, ist schon drin. Das läuft vielleicht schon, aber jetzt muss noch die Tatsache da sein. Ne? Mit Bindestrich. Tatsache. Ja. Damit Sie ein Schrift-Bild bekommen. Ja, genau. Weil Schrift ist ja nur scheinbar linear. Ja. In dem Augenblick, wo sie in die Fläche geht, das ist sie am Bild. Gegeben, das Lineare ist uns gegeben. Wir versuchen es zwar zu vermeiden, manchmal nicht, man räumlich denken. Tiefe denken, räumlich denken, tiefe denken, aber das Lesen mit den beiden Augen, mit links und rechts. Mhm. Ich schaue mal links, die sogenannte Zeitlinie, links, da brauche ich Zeit, bis ich zum rechten Auge komme, so weiter. Mhm. Während das Räumliche bleibt stehen, das bleibt in der Senkrechte. Das ist das wunderbare Zeichen des Kreuzes. Mit Zeit und Raum kreuzen sich da. Das findet bei jedem kleinen Vorgang statt. Mhm. Wie kommt es, dass dann der Begriff des Konkreten in der Kunst immer noch ein Stilbegriff ist und nicht, was er eigentlich sein könnte, eine Bezeichnung wirklich für ein Weltbild? Ja, das braucht vielleicht eine Art, ich weiß nicht, Erziehung dazu. Erstens Eignung. Das ist genau wie man muss auch zur Kunst eine gewisse Eignung mitbringen. Ich bin nicht dafür, wenn man sagt, alle Leute sind Künstler. Das hat vielleicht etwas Künstlerisches, aber das ist noch lange kein Künstler. Aber ich glaube, es gibt eine Eignung dazu. Es gibt Leute, die sich sofort ansprechen auf etwas. Das sind die Talente oder Übertalente, die haben dieses Talent dazu, nicht? Das sieht man sofort. Aber dann braucht es eine gewisse Erziehung, eine Selbstdisziplin, damit man sowas merkt. Das muss man kommen, nicht?
Ich habe von Euklid gesprochen, die Überwindung von Euklid und die Parallelen-Syndrom von Euklid. Mhm. Das alles wissen wir, das gibt es, aber man muss es halt immer wieder neu entweder erfinden für sich oder überspringen, damit arbeiten. Ne? Das Erzieherische heißt dann, das Vermittelnde, um seine eigene Wahrnehmung dahingehend zu sensibilisieren. Ja, ja. Richtig. Ja, und das ist ja, ja eigentlich das, ja. Nicht nur sind Sie 95 mittlerweile, sondern Sie waren ja 5 Jahre, als das Manifest der konkreten Kunst von Theo von Duisburg und seinen Freunden formuliert worden ist. Ja, fünf Jahre älter als dieses Manifest. Ja. Und damals konnte man noch optimistisch sein und von der absoluten Kunst sprechen. Von der absoluten Kunst. Ah, ja, der ja, Begriff ja. kommt vor. Ja, ja. Man spricht von Geistform. Ja. Das Bild soll Farbgedanke werden. Ja, ja. Das ist aber auch die Zeit, wo die Leute schon gelesen hatten, Ernst Jüngers Stahlgewitter, in dem die Reinheit etwas ist. Und zwischen der absoluten Form, im positiven Sinne bei den Konkreten, und der Möglichkeit, es zu pervertieren durch die Reinheit, Rassenreinheitsgesetze. Ja, ja. Da gibt es ja eine nicht unheilige Allianz, aber es gibt zumindest eine Form des sich gegenseitigen Bedingens. Ich meine, die Reinheit muss sich eigentlich immer erwerben. Man muss die Reinheit immer wieder sehen oder schaffen. Die Reinheit, so wie Sie es erklären vorhin, das ist gegeben, die Reinheit. Genau. Ich würde sie als Idee lieber stellen lassen. Ja, sie ist ja nicht erreichbar im platonischen Sinne. Ja, ja, die absolute Kunst ist auch nicht erreichbar. Ja, auch bei mir nicht. Ist auch ganz gut so, ne? Sonst, sonst wären wir möglicherweise auf der anderen Geschichte. Aber macht es nicht wirklich Sinn, das Konkrete an konkreter Kunst und konkreter Poesie genau in diese Richtung zu denken, ja, wirklich als Methode Welt wahrzunehmen. Ja, gut, das ist gut gesagt, das ist richtig. Richtig gesagt. Eine Methode, Welt wahrzunehmen, ja, auf eine bestimmte Weise, ja. Also, das heißt, man hat schon einen Hintergrund, nicht? Es ist dialektisch etwas da. Ne? Ja, es ist was Ontologisches. Ja, ja. Es gibt ja dieses sehr schöne Beispiel im Bauhausbuch von Duisburg. Jetzt nur kursorisch wiedergegeben, da steht eine Kuh auf der Weide und der Metzger kommt vorbei und sagt, oh, tolle T-Bone-Steaks. Ja. Und der Schuhmacher kommt vorbei und sagt, Mensch, super Paar Schuhe. Ja. Der Milchbauer kommt vorbei und sagt, Mensch, 7 Liter am Tag. Und der Maler kommt vorbei und sagt, schwarz-weiß, Kontrast auf grün. Ja. Das Phänomen ist das gleiche. Ja, aber die Analyse. Die Analyse, das war die Analyse. Ja. Das hat uns, eigentlich haben wir geübt in Ulm, an der Ulmer Hochschule, damals, als die Kybernetik und der Algorithmus so auftauchte, richtig. Algorithmus haben wir vorher gar nicht gebraucht, aber plötzlich durch den Methodenlehre, die Methodikwissenschaft, ist also die Kybernetik da und man hat alles untersucht. Auf den sachlichen Gebrauch, ja, das stimmt schon. Es gibt einen sachlichen Gebrauch, aber es gibt auch einen ästhetischen. Ja. Zugegeben, ja. Das ist ja nach der Ulmer Hochschule ein bisschen zu kurz gekommen. Aber jetzt, dass der ästhetische Gebrauch da ist, da meine ich, komme ich nochmal zurück, da braucht ein gewisses Talent, glaube ich. Ein geistiges Talent. Ich möchte sagen, das kann doch so schöne Briefe schreiben an Prinzessinnen über Ästhetik, was da doch passiert ist, sondern es muss doch etwas schon in der Prinzessin stecken, damit sie mit der Prinzessin über Ästhetik sprechen kann. Also für Sie gibt es kein interesseloses Wohlgefallen. Ja. Ich würde ganz gerne es hierbei belassen. Das waren so meine Grundfragen, weil es ging mir wirklich darum, mal ein bisschen rauszukitzeln. Für mich ist konkret mehr als das,
Also für mich ist die Idee der konkreten Kunst und der konkreten Poesie weit mehr als das, was momentan als konkrete Kunst und konkrete Poesie verkauft wird. Es ist wirklich, wirklich eine Form, ja, von Weltwahrnehmung. Ich hoffe, dass man sich das erwirbt. Was dann fast Zen ist. Ja, ja, ja. Es ist natürlich, wenn man Übung hat darin, dann lebt man mit diesen Dingen, mit diesen Begegnungen. Man sieht, nimmt dann das wahr, eine Begegnung. Man sieht sofort, der Herr der Schuhbänder, nicht? Ja, es gibt sehr schön bei Emile Zola im Bau von Paris, gehen die drei Maler durch die Hallen von Paris. Und dann sagt der eine zum anderen, welche Kretins müssen das sein, dieses Stillleben zu zerstören. Ja. Das heißt, da geht einer ästhetisch durch die Hallen, nicht mit Hunger. Mhm. Nicht mit Hunger, sondern er geht ästhetisch durch die Hallen. Ästhetisch, ja. Er schaut die Geschichte. Ja. Ja. Und das ist etwas, wo ich meine, dass das Konkrete in Kunst und Poesie als Denkform fast eine Zeitlosigkeit erreichen kann. Sehr schön gesagt, finde ich auch. Der Begriff des Zeitlosen akzeptiere ich besonders. Ich strebe zum Zeitlosen, wenn ich das schreibe. Das merkt man mit 95 und der Begriff. Ich strebe zum Zeitlosen, denn wenn ich etwas schreibe, treibe ich es meistens so lange aus und zu dünn von und dünn schliffen, wie man sagte. Schleife so dünn, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist es nicht mehr veränderbar, im Moment ist es so und es hat eine zeitlose Form erreicht. Das möchte ich persönlich für meine Sachen erreichen. Und das ist Arbeit, also so geistiges Schleifen. Schreiben Sie noch mit der Schreibmaschine oder schon? Ja, machen wir von Hand. Ja. Und machen wir mit der Schreibmaschine. Benutze beide Mittel. Ja. Weil das Typografische mit den zum Teil runterfallenden Typen. Das gibt es natürlich auch bei Arno Schmidt. Oder auch jeder Buchstabe seine Ordnung. Wenn Sie ein A tippen, schaut dann wen machen Sie den Fehler? Die Maschine nicht. Die hat immer A und die hat immer B getrennt. Den Fehler macht der Schreibende. Ja, das ist das Schöne der Maschine. Und jetzt haben wir Automaten, jetzt funktionieren wir in Funktion der Automaten. Die sagen uns, dass wir etwas Falsches schreiben. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem Laptop und der Schreibmaschine. Da ist der Verursacher eindeutig bei der Schreibmaschine. Bei dem Laptop ist der Verursacher ein so komplexes Programm, dass wir gar keinen Einfluss mehr drauf haben. Ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte, danke Ihnen. Danke. Wir haben am Punkt herum gearbeitet. Ja. Ja. Das beschäftigt mich wirklich. Also ich finde dieses Bauhausbuch mit dem ganzen Ismen, man kann auch die Welt surrealistisch leben, man kann auch dadaistisch leben, man kann auch konstruktivistisch leben. Ja. Dieses Konkrete, aber es ist ziemlich gut, dass Kolowski, Husserl und von Duisburg haben beide fast im gleichen, doch sogar im gleichen Jahr dieses Fundament der Wahrnehmung mal auf den Punkt gebracht. Husserl schreibt dann, ein Bild ist ja nicht das, du musst auf den Himmel gucken. Weil auf der Seite gucken. Ja. Ich bin der Ziel.